Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Soma. Und Jeremy ist wieder bei uns. Jeremy! So, wir hatten gerade eine anständige Bruchlandung gehabt. Oder waren wir überhaupt... Doch, wir waren schon losgefahren, genau. Aber dann hatten wir eine Bruchlandung gehabt. Das ist ein paar Tage her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall war die letzte Folge richtig krass. Das kann man nun wirklich sagen. Was ist das hier? Kommen wir da irgendwo rein oder ist das nur zum Umschauen? Oh. Come in, Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. No building more panic. Getting a signal but no audio. Strasky, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky? I can try sending... I have pictures. Okay, das hört sich nicht gut an. Irgendwer ist wahnsinnig geworden. Und... Es gab bereits Kommunikationsprobleme, deswegen war irgendwie nicht so ganz klar scheinbar, was da wirklich geschehen war. Oh, was ist das? Ach, schade, es geht nicht. Ich benutze doch so gerne alle Hebel. Okay, hier ist auch noch so ein paar Sicherungen. Da, noch ein Hebel. Oh, cool. Okay. Oh, schade, besonders viel geht hier ja nicht. Also, wir sind gerade in der AUX-Station und da drüben ist die Kommunikationsantenne, Plattform. Wir wollen nach Theta, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja. Ich hoffe es. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder runter. Hier gab es quasi nur ein paar extra Infos. Aber extra Infos sind sehr sinnvoll bei diesem Spiel, damit man weiß, was hier eigentlich los ist. Okay, dann ist das da also die gesamte Basis. Oh oh. Wartet mal, dieses Ding guckt so komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das böse ist. Was ist das hier? Hey, das sieht aus wie ein Jeremy. Oh. Nein, nicht runterfallen. Ich leg dich da wieder drauf. Tut mir leid. So. Okay. Komisches Ding. Guckt mal, hier könnte Jeremy draufgelegen haben. Irgendwo links müsste dann ja eigentlich diese Kommunikationsantenne sein. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht gut im Kartenlesen bin. Also kann es auch sein, dass ich das gerade völlig falsch deute. Aber das hier könnte... sieht aber irgendwie nicht aus wie eine Kommunikationsantenne. Ich glaube, ich liege falsch. Okay. Irk, das sieht ja... Seht ihr das? Das sieht wirklich aus wie ein Gehirn. Das ist ja eklig. Irk. Oh Gott, hier ist so viel. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ah, da ist wieder eine Treppe, oder? Nee, gar nicht. Es sah nur so aus. Ist das hier eine Treppe? Nee, hier ist nirgendwo eine Treppe. Das sieht alles nur so aus, als wären das Treppen. Das 02. Ah, das ist doch die Kommunikationsantenne. Haha, habe ich doch richtig gelegen. Muss man hier was machen? Verdammt, ich dachte, das wäre irgendwie wichtig. Dass man hierher geht. Ah, schaut mal. Oh, geil. Ich weiß noch nicht, ob es hier noch was anderes zu finden gibt. Ich gucke mich noch mal kurz um. Wartet, aber das ist nicht rot. Hey, can you hear me? Don't stand there. You know better than that. Hey, you. Help me out of here, will you? Listen. Give me some room, will you? Hey, can you hear me? Make yourself useful. Okay. Komisch. Also, es hört sich wirklich so an. I think I need some vacation, sir. I have to speak with Akers about that. Hier schon jemand... in die Kommentare... Oh, was ist das denn? Die Kommentare geschrieben hatte. You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you.
Ah, das ist doch die Kommunikationsantenne. Did you move the cartridge casing? We need to test that one before we shoot. Ah, da, wartet. Linkverbindung hergestellt. Aber was bringt mir das? Von wo aus kann ich jetzt kommunizieren? Auf jeden Fall haben wir es jetzt auf irgendwas ausgerichtet. Der Typ ist ja mal lustig hier. Ach so, vielleicht jetzt von da drin, wo diese Tür ist. Weil hier scheint es ja mehrere Türen zu geben. Also es gibt auch mehrere Gebäude. Oh, ach so. Alles klar, also es gehen auch gar nicht mehr alle auf. Könnte dann natürlich wirklich sein, dass wir da rein müssen. Wow, das nenne ich mal zugerostet. Oh. Danke. Aber warte, ich muss mich noch überall umschauen. Das ist alles viel zu interessant hier. Ah, das ist der Landeplatz. Irk. Krass. Schaut euch das... Oh, oh. Irgendwas ist hier. Irgendwas Böses ist hier. Vielleicht beobachtet es uns. Beziehungsweise es kam, als ich da hingeschaut habe. Nicht nett. Ach, hier ist ja auch einer. Den habe ich eben übersehen. Oh Gott. Ah, davon ausgehend sind diese Interferenzen. Kann ich hier was klicken? Yay! Transport. Fehlfunktion. Heimatsu von Phi. Rahmenkomponenten nach Lambda. Pascal Geschosshülse nach Theta. Rumpf von Lambda. Archehülle nach Phi. Delta-Evakuierung nach Theta. Und dann viele Monate später Komorebi-Vermessungsgruppe von Theta und unspezifiziert nach Theta. Hm. Zeppeline. Linkverbindung nicht herstellbar. Ah, Zeppelin antwortet nicht. Ah, wartet mal. Hat vielleicht was mit den Orten zu tun, die wir mit dem anderen anpeilen. Das probiere ich gleich nochmal aus. Und was ist hier noch? Da ist auch nochmal ein Gebäude. Kommen wir da rein oder... Wo ist hier überhaupt der Eingang? Das ist ja total zugewachsen. Hier. Schauen wir mal. Oh, was ist da denn los? Wow, der macht mir wirklich alles auf. Das ist super nett von dir, Mann. Ich weiß nur gar nicht, wo ich zuerst reingehen soll. Das ist alles voll interessant hier und ich weiß nicht, wo das Weitergehende getriggert wird. Ich glaube hier nicht. Das hier sieht mir nicht so aus, als würde es hier dann schon endgültig weitergehen. Hier ist eher mal zum Umschauen, würde ich sagen. Boah, es sieht voll cool aus, wie alles so zugewachsen ist. Ist hier denn gar nichts? Da ist ein roter Knopf. Und da ist... You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn him. Come on! Okay, ich glaube, wir müssen wirklich so einen Zeppelin zu uns bestellen. Was haben wir jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was wir gemacht haben damit. Und ich weiß nicht, ob es notwendig war. Aber auf jeden Fall haben wir es getan. Okay. So, dieses Gebäude haben wir also auch untersucht. Was ist das hier eigentlich noch? Oder waren wir hier schon gewesen? Was ist das? Hui! Woran arbeiten die hier? Wahrscheinlich die Einzelteile für diese Arche, oder?
Nee, da draußen ist nur Meer. Okay. Oh, eine Luke? Nee, scheinbar nicht. Und oh, wir überspringen. Oh, nee. So stark bin ich dann doch nicht. Ah, hier kamen wir lang. Das ist diese, ja, Straße mit den... Ah, wartet. Kann man hier was drücken? Ah, nee. Okay. Dann würde ich sagen, probiere ich nochmal auf was anderes zu fokussieren. Den Kommunikationsturm. Ich glaube, das könnte ganz sinnvoll sein. Kann ich hier auch hoch? Cool. Ah, Kontrollraum. Okay. Nee, ich würde sagen, dass wir erstmal... Den hatten wir ja auch... Nee, da waren wir eben drin, ne, im Kontrollraum. Ich komme ganz durcheinander. Was weiß ich, wo ich schon war. Nee, da waren wir noch nicht drin, genau. Oh, oh, das ging nicht auf. Genau, das ist zugerostet. Aber hier irgendwo war dieses Ding, um das zu kontrollieren. Und da probieren wir jetzt nochmal, das auf was anderes auszurichten. Das, irgendeins muss doch gehen davon. Tatsächlich, das letzte. 049 können wir damit vielleicht rufen. Ich weiß nicht, das ist doof, hier jetzt reinzugehen, oder? Ich weiß halt nicht, wo ich hingehen soll. 049. Und wo hatte ich das dann nachgeschaut eben? Wo war denn dieser? Ach, da! 049. Da. Echo. Transport active. Unspecified cargo. Oh, cool. Oh Gott, okay, er kommt. Zeppelin's on its way. Better get ready. Halt, aber ich will mich noch umschauen. Und das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, er kommt. Strasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zepps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Earl, you coming? No, just me, Coy, and Creer. Oh. Wartet, ich guck nur mal kurz mir das Teil an. Wo ist es denn? Ach, wahrscheinlich auf dem Landeplatz gelandet. Wo war denn der? Ah, okay. Wir warten aber noch, bevor wir uns das anschauen. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Oh, wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Ich komme gerade mit den Namen ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, das ist nicht gut, dass der sich später nochmal gemeldet hatte. Okay, wartet mal. Genau, hier schauen wir uns mal noch um. Da kann ich gar nichts drücken. So, was haben wir hier? Das sieht ja nicht so gut hier aus. Aber wir machen das einfach mal, weil wir es einfach immer machen. Das war ja mal wieder lecker Schmecker. Können wir da drücken? Na? UH-Handbuch? Was ist das denn alles? Komplexes AN7U? Ah, leichter Universalhelfer. Das ist Jeremy. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Nein, das wollte ich gar nicht. Wie immer. Der Bull? Ein komplexes AN5U, mittlerer Arbeiter. Das ist der, der draußen rumschwimmt. Komplexes AN7U, Mini-UH. Einfaches A2U, Forschungsflugzeug. Fernlenkpilot obligatorisch. Das Fahrzeug verfügt nun nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Von Kronstedt-Theta, Delta-Evakuierung.
Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Täter am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Ah, deine Beerdigung. Fick dich, Cronstadt. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen. Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen. Wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest, aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Strusky Täter, Evakuierung erfolgreich. Herr Akers, mit Freuden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Täter sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Strusky, Täterzentrale. Strusky, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten. Der ist bestimmt wahnsinnig hier geworden. Local Access. Akers, Akers, Akers. Terry Akers hat sein 1000. Schachspiel gewonnen. Aber es ist irgendwie komisch. Gegner beschädigt? Okay. Gegner beschädigt? Das hört sich ja mal gar nicht gut an. Ist hier noch irgendwas? Eine Karte. Die Verbindung dieses Zeppeli-Cargo-Transportes. Ich denke, dann wird da das Weiterkommen ausgelöst, wenn wir zum Zeppelin gehen. Was? Nee. Ist das noch eine Tür? Ah, die Toilette. Okay. Nichts Interessantes, würde ich sagen. Eine Toilette noch. Okay. Dann müsste ich ja eigentlich schon noch zu dem einen hin, wo wir noch nicht drin waren wahrscheinlich. Weil sonst wird das ausgelöst, denke ich, wenn wir zu dem Zeppelin gehen. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Doch, es geht. Okay, dann schauen wir uns erstmal hier drin um. Und dann mal gucken, was beim Zeppelin passiert. Das ist bestimmt nichts Gutes. Bestimmt kommt da Akers raus und der ist total wahnsinnig geworden. Oh, sieht das gut aus. Das sieht so gut aus. Oh, Schande. Was ist hier passiert? Das werden wir in der nächsten Folge von Soma herausfinden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.